anhand dieser Gefühle, deswegen der emotionale Fokus, zurücktreiben und öffne mich den Bildern, die aus der Kindheit kommen. Und dann kann ich die Verbindung sehen, da kommt das Bild von dem Lehrer, der mich damals gedemütigt hat, oder die Jungs auf dem Schulhof, die mich gequält haben. Und das ist sozusagen, weshalb ich jetzt so stark emotional reagiere, wenn mich der Chef kritisiert. Es ist nicht der Chef, der den Schmerz macht, sondern das Schema. Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psycho Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blomenburg Privatkliniken, und wir sind heute zu Gast bei Herrn Dr. Rüdiger im Institut für Schematherapie in Frankfurt am Main. Unser Thema für euch heute ist, dass wir mit Herrn Rüdiger über alles rund um die Schematherapie sprechen. Was macht man in einer Schematherapie als Schematherapeut oder Patient oder Patientin? Für wen ist es geeignet und so weiter? Und wie immer berichten wir auch über den aktuellen Stand der Forschung zur Behandlung mit den Schematherapieverfahren. Herr Dr. Rüdiger, danke, dass Sie für uns heute Zeit haben. Gerne. Vielleicht möchten Sie sich mal kurz für unsere ZuhörerInnen vorstellen. Ja, mein Name ist Eckhard Rüdiger, ich bin Arzt vom Grundberuf, habe lange in der Psychiatrie gearbeitet, in der Neurologie mal angefangen. Das ist deshalb nicht ganz unwichtig, weil unser Verständnis von Schematherapie sehr biologisch, neurobiologisch orientiert ist und nicht nur irgendwie eine Art von Therapieform, sondern versucht, das, was wir machen, wirklich an den Gehirnfunktionen festzumachen, wie wir sozusagen, salopp gesagt, körperlich ticken. Und da hilft so ein neurologisches Verständnis schon. Und es ist im Moment ja auch ein Trend in der Psychotherapie insgesamt, den Bezug zu den körperlichen Funktionen etwas stärker wahrzunehmen und nicht nur von einer Gesprächstherapie zu sprechen, sondern zu gucken, wie das alles auch bis in den Körper reingeht, ne? Okay, da gehen wir nachher natürlich noch drauf ein. Aber ich möchte ja doch noch erwähnen, dass Sie das Schematherapie-Institut, glaube ich, gegründet haben. Und Sie sind auch Buchautor, dass Sie das nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich bin einer derjenigen, die von Anfang an mit der Schematherapie in Deutschland verbunden sind und wahrscheinlich einer von denen, die da am meisten machen. Ich habe verschiedene Bücher geschrieben. Das war auch das erste Institut hier in Deutschland, was wir hier gegründet haben. Bin da also schon lange dabei und früher in Kliniken gearbeitet, aber seit 15 Jahren bin ich jetzt hier in diesem Institut tätig und wir entwickeln Schematherapie weiter, trainieren viele, viele Menschen. Und deswegen freue ich mich, hier die Gelegenheit zu haben, ein bisschen für die Schematherapie zu sprechen, weil es eine sehr interessante Methode moderner Psychotherapie ist. Sehr spannend. Wenn Sie sagen, Sie trainieren Menschen, heißt, Sie trainieren vorwiegend erstmal Psychotherapeuten, genau, oder? Schematherapie ist ja keine alleinstehende Therapie, sondern es ist eigentlich eine Erweiterung der, vor allem der Verhaltenstherapie, in Richtung Arbeit mit Persönlichkeitsstörungen oder Menschen mit Interaktionsproblemen mit anderen Menschen. Es geht jetzt weniger um die Behandlung von Ängsten, Zwängen, Essstörungen oder sowas. Dafür gibt es gute verhaltenstherapeutische Methoden oder Techniken. Aber im Bereich des Verständnisses, wie wir uns in Beziehung zu anderen Menschen setzen, da ist die Verhaltenstherapie nicht so gut ausdifferenziert. Die Schematherapie als eine Methode zwischen dem psychodynamischen Verständnis mit Gestalttherapieelementen und einer guten verhaltenstherapeutischen Basis ist eine gute Methode, um das, was in verschiedenen Zugängen, auch in der Psychodynamik, in dem Verständnis der Biografie, der frühen Prägungen wichtig ist, das sozusagen mit bestimmten verhaltensorientierten Techniken der Verhaltenstherapie und kognitiven Techniken so zu verbinden, dass sich eine einheitliche Methode ergibt, integrative Methode ergibt, die aber komplett in ein verhaltenstherapeutisches Verständnis eingebettet werden kann. Und das ist die eigentliche Erweiterung der Schematherapie. Wir haben natürlich viele professionelle ZuhörerInnen auch, also Leute, die schon Psychotherapie anwenden und die natürlich interessiert sind, alles, was Sie jetzt gesagt haben, auch verstanden haben. Aber vielleicht können wir noch mal so ein bisschen erklären, vielleicht für denjenigen, der jetzt aus der Patienten- oder Patientinnen-Sicht drauf schaut, was bedeutet das jetzt so konkret für den Patienten oder die Patientin, dass so viele Elemente aus, sagen wir mal, bestimmten Bereichen jetzt zusammengefasst werden? Vielleicht kann man das nochmal ein bisschen praktisch erklären, was es denen erwarten würde, den Patient oder die Patientin? Wenn man auf die psychischen Funktionen von Menschen schaut, gibt es ja eine gedankliche Ebene, das sind die Kognitionen, es gibt eine emotionale Ebene, die Gefühle, und es gibt eine Verhaltensebene. Das sind so die drei Aspekte, die wir in der verhaltenstherapeutischen Arbeit ins Auge fassen. Und die Schematherapie hat eben einen starken Fokus auf die Arbeit mit emotionalen Prozessen,
und versteht das heutige Erleben ganz stark vor dem Hintergrund früher Einprägung in der Kindheit. Das ist das, was auch sogenannte psychodynamische Therapien machen. Die sagen, in den ersten Lebensjahren passiert ganz viel in der Interaktion mit den Eltern, mit den Bezugspersonen, die uns prägen für das ganze Leben. Und genau das sieht die Schematherapie auch so. Das nennen wir dann Schemata. Also das, was sich aus den frühen Erfahrungen einprägt. Und dieses biografische Verständnis spielt deshalb eine Rolle, weil es unser heutiges Erleben, Denken, Verhalten prägt. Also alles, was wir heute machen, machen wir nicht in der Gegenwart allein, sondern zwischen dem, was wir wahrnehmen in der Welt und dem, wie wir reagieren, ist das, was im Körper passiert. Und das läuft sozusagen immer durch das ganze Gehirn, durch alles, was in uns als Filter, als Brille, als Verzerrung der Wahrnehmung stattfindet. Wir sehen nicht die Welt, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt durch die Brille unserer früheren Erfahrungen. Also wenn mich heute jemand anschreit, dann ist das nicht einfach irgendjemand, der mich anschreit, sondern dann reagiert in mir der ganze Mensch, der schon in der Kindheit angeschrien worden ist, der bestimmte Erfahrungen gemacht hat, der bestimmte Lösungen gefunden hat, und das schiebt sich da immer rein. Und das ist das, was die Schematherapie beiträgt, dass sie diese Tiefe des biografischen Verständnisses in die Verhaltenstherapie reinbringt. Dass wir nicht nur heute irgendwie denken, fühlen und handeln auf eine Person, sondern dass da immer was aus der Geschichte, nämlich die Schemata, reinfärbt. Und das versuchen wir zu verstehen, indem man aber nicht drüber redet, sondern die Augen zumacht, in der Situation, in der ich heute bin, also mit der aktuellen Person, aber nach innen gehe und gucke, was das für Gefühle macht, was das für Körpergefühle macht, und dann lasse ich mich anhand dieser Gefühle, deswegen der emotionale Fokus, zurücktreiben und öffne mich den Bildern, die aus der Kindheit kommen. Und dann kann ich die Verbindung sehen, da kommt das Bild von dem Lehrer, der mich damals gedemütigt hat, oder die Jungs auf dem Schulhof, die mich gequält haben. Und das ist sozusagen, weshalb ich jetzt so stark emotional reagiere, wenn mich der Chef kritisiert. Es ist nicht der Chef, der den Schmerz macht, sondern das Schema. Ja, das ist natürlich, dann, das wäre ja schon für mich auch die Antwort darauf. Jetzt würden ja viele, die psychodynamisch, tiefenpsychologisch antworten, sagen, naja, das tragen wir ja auch alles, die Biografie. Aber der Unterschied, wenn ich es richtig raushöre, können wir vielleicht nochmal so deutlich machen, ist ja, dass ich jetzt damit auch was mache. Also ich spreche nicht nur darüber, sondern ich versuche, wenn ich es richtig verstanden habe, auf einer emotionalen Ebene ein Wiedererleben irgendwie zu bearbeiten. Genau. Ja, kann man das genau so sagen? Vielleicht, wenn Sie das nochmal so ein bisschen deutlich machen für auch unsere Kollegen, ne, die dann vielleicht jetzt sagen, ja, das haben wir ja auch alles schon gemacht. Das Problem ist, auf einer Sprachebene erreicht man diese Bilder nicht. Also man muss den Kanal wechseln. Man muss in die Bilder, in das emotionale Erleben, in das Körpererleben reingehen, damit man diese Erinnerungen aus dem, wir nennen das sogenanntes episodisches Gedächtnis, das ist so eine Art Speicher mit erlebten Videoclips. Und da sind die Szenen, die sich reinschieben in das heutige Erleben. In unserer Lebensgeschichte, das nennt man diese semantische Ebene, also das Lebensnarrativ, wie man heute auch sagt, das ist die Geschichte, die wir in unserem sprachlichen Erinnerungsspeicher haben. Und das sind unterschiedliche Speicher. Und wenn man nur spricht, dann kommt man da nicht dran. Deswegen legen die Psychoanalytiker auch die Patientinnen und Patienten auf die Couch, damit die aus diesem Sprachprozess aussteigen und ihnen so ein, die nennen das, freies Assoziieren kommen. Und mit diesen Imaginationen zu arbeiten, ist auch eine Art des freien Assoziierens. Und dadurch erreicht man eine Bilderschicht in Menschen, die mehr Verständnis schafft als die Erzählebene. Das ist die diagnostische Seite. Und dann ist es natürlich so, dass darüber hinaus die Verhaltenstherapie eben, wie Sie angedeutet haben, auch sehr aktiv ist. Also wir nehmen eine sehr lenkende, steuernde, aktive Rolle ein, weil wir wissen, dass Menschen sehr ähnlich funktionieren. Menschen sind nicht so extrem unterschiedlich. Sie haben alle unterschiedliche Erlebnisse, aber bestimmte Verarbeitungsweisen haben wir alle mehr oder weniger gemeinsam. Und auf Basis dieser Gemeinsamkeiten und der Erfahrungen, wie Menschen funktionieren, nehmen wir Therapeuten eine aktivere Rolle ein. Wir stellen uns nicht komplett unwissend und sagen, jetzt gucken wir mal, was da kommt. Wir haben schon Ideen und versuchen, eine gute Passung zu finden zwischen dem individuellen Patienten und dem, was wir von dem Verständnis, wie Menschen grundsätzlich in Anführungsstrichen ticken, wissen. Und dadurch ist es relativ effektiv und eher geführt. Also es ist eine direktive Therapie, eine geführte Therapie, die aber immer dem Patienten Wahlmöglichkeiten lässt und sich an die Patienten anpasst. Aber es ist nicht ganz freilassend. Also
Von daher sind wir aktiver. Nicht freies Assoziieren und dann nichts damit machen, also das nicht im Raum so quasi stehen lassen, sondern versuchen, das in irgendeine Richtung zu lenken, die dann in eine gesündere Ebene geht. So, ne? Genau. Ich würde noch mal kurz, ganz kurz dieses Neuro, weil Sie ja auch gesagt haben, ist ja nicht ganz unwichtig, dass Sie auch neurologisch sozusagen ausgebildet sind. Vielleicht noch mal diese neurobiologische, was da genau passiert im Kopf, vielleicht können wir das noch mal sagen, bevor wir dann in das Geführte kommen, damit man das für alle, die das noch nie gehört haben, müssen wir ein bisschen sortieren. Ein bisschen verstehen. Genau. Ja, also die Idee dahinter ist die, dass wir im Gehirn, ich habe schon von den zwei unterschiedlichen Gedächtnisspeichern gesprochen, sprachlich und bildlich, und wir haben auch nach heutigem Verständnis eben unterschiedliche Hirnsysteme, also Funktionssysteme oder Zustände, in denen wir Menschen uns ausrichten. Und die eine Richtung ist sozusagen eher der Blick nach innen. Das kann man im Computertomogramm sehen, wenn die Menschen gar nichts tun, in Anführungsstrichen, deswegen nennt man das auch das Ruhenetzwerk. Und wenn wir gar nichts tun, sind wir mit Innenwelt beschäftigt. Zum Beispiel auch nachts, deswegen produzieren wir Träume, die kommen ja aus unserer vorhandenen Innenwelt. Und das kommt aus diesem Ruhenetzwerk. Und dieses Ruhenetzwerk konstituiert unser Selbst. Also was wir von uns selbst denken, wie wir reagieren, ist in diesem Speichernetzwerk eingespeichert. Und um zu verstehen, wie Menschen ticken, müssen wir in dieses Speichernetzwerk gehen. Aber die Lösungen, die wir suchen, sind ja nicht in diesem Speichernetzwerk. Und dann müssen wir die Leute in den Gegenwartszusammenhang in der Therapie holen, ins Hier und Jetzt sozusagen. Und das machen wir zum Beispiel in der Therapie, indem wir, um in das Speichernetzwerk zu gehen, machen wir die Augen zu, so wie ich es eben angedeutet habe, und lassen uns da reinsinken in diese Bilderwelt. Aber um eine Lösung zu finden, die ja nicht in der Bilderwelt steckt, stehen wir auf, gucken von außen auf die Situation und sagen, so, wir sind aber nicht nur der Mensch aus diesem Ruhenetzwerk, sondern wir sind auch ein Mensch, der heute, vielleicht in anderen Speichern, sehr viele Fähigkeiten hat. Also ich bin nicht nur der ängstliche Patient, der zwängelnde Patient, sondern ich bin auch ein Patient, der Auto fahren kann, der Kinder erziehen kann, der arbeiten kann. Und diese Strukturen oder diese Netzwerke an Kompetenzen, die tragen ja auch zu unseren Gesamtpersonen bei. Und wenn wir jetzt eine Lösung suchen, dann stehen wir auf und gucken von außen mit den Augen einer weisen Person zum Beispiel oder des besten Freundes oder aus einer Vogelperspektive. Man kann das auch so optisch machen, sagen, wenn wir jetzt von außen gucken und auf die Situation schauen, was würde eine andere, kompetente, vernünftige Person in dieser Situation machen? Ne? Oder eine andere Idee, das ist auch ganz, ganz eindrucksvoll, wenn dort unten auf den Stühlen nicht Sie säßen, sondern Ihr Kind, was würden Sie dann machen? Also wir haben, das ist nämlich eine der Ressourcen, die wir haben, dass wir Fürsorgensysteme haben, wo wir kämpfen können für unsere Kinder, während wir selbst uns vielleicht gelähmt fühlen in unserem Speichernetzwerk, wenn es aktiviert ist. Und das machen wir zum Beispiel ganz gezielt, dass wir als Therapeut sagen, so, und jetzt sitzt da unten Ihr Kind. Was haben Sie jetzt für ein Gefühl? Was würden Sie dann mit dieser Person dort sagen oder machen, ne, als Löwenmutter oder Löwenvater? Und diese Ressourcen sind ja auch in den Patienten drin. Und die müssen wir gezielt ansteuern und sagen, das können Sie auch. Sie können auch Wutkraft empfinden. Sie können kämpfen. Da ist nicht nur ein gelähmter Patient da unten, wenn er von seinem Chef hart kritisiert wird, dann fallen Sie in die Lähmung, dann sind Sie wieder das Kind von damals. Nein, das ist das Schema. Das ist die Aktivierung des Schemas, die alte Schublade. Wir haben auch ganz andere Schubladen. Wir können ganz andere Dinge nutzen. Und das ist dann der aktive Überstieg auf die Lösungsseite. Und da sind wir eben sehr direktiv, eher wie ein Trainer. Ja, total interessant. Vor allem, wenn man sich, also das hatten Sie ja vorhin schon angedeutet, das kommt aus der Gestalttherapie so ein bisschen. Da gibt's das schon mit den Stühlen. Vielleicht können Sie das nochmal für alle, die nicht wissen, was Gestalttherapie ist, beziehungsweise das nicht so verstanden haben, wie Sie arbeiten mit Stühlen. Was bedeutet das? Genau. Also das kann man jetzt in einem Podcast nicht ganz so einfach darstellen, wie wenn wir jetzt ein Bild hätten. Aber die Idee der Gestalttherapie ist eben genau, dass sie auf dieser emotionalen Verarbeitungsebene will. Weg vom Reden hin zum Erleben. Und der erste Schritt ist, dass wir, wenn wir mit Patienten arbeiten, die präsentieren sich sozusagen in der Interaktion mit uns in der besten Lösung, die sie bisher gefunden haben. Also das nennen wir in der Schematherapiesprache den Bewältigungsmodus, den sie in ihrem bisherigen Leben gefunden haben, um ihre inneren Prozesse zu bewältigen. Und wir gehen dann aber hin und sagen, gut, aber im Inneren sind die emotionalen Prozesse aus diesem Ruhenetzwerk, aus diesem Speichernetzwerk, und die erreichen wir, indem wir sagen, mach die Augen zu,
Und dann fangen wir auch an, die Patienten zu duzen, weil wir in der Innenwelt arbeiten. Setzen uns daneben und sagen, mach die Augen zu. Wenn der Chef vor dir steht, was hast du jetzt für Gefühle im Körper? Wird dein Atmen leichter oder schwerer? Ist deine Brust weit oder eng? Zieht es dir im Bauch so den Stecker oder ist da was, was sich in dir aufbäumt und sich wehren will? Ne? Ist da eher Kraft oder ist da eher ein verletzbar ängstliches Gefühl? Also wir bieten polare Optionen an, damit die Patienten in die Innenwelt eintauchen. Aber dann sitzt man auf einem anderen Stuhl, ne? Also man hat in der Regel drei Stühle. Nee, das braucht man gar nicht unbedingt zunächst, weil erstmal ist das ja der Weg nach innen, ist ja quasi ein anderer Zustand. Das haben wir früher auf andere Stühle gesetzt, aber das muss man gar nicht machen. Ah, okay. Ich habe das also noch so in Erinnerung, dass man auf drei Wir stellen Stühle eher den Stuhl gegenüber hin für den Chef, der kritisiert, für den anderen. Und nach innen, wenn man die Augen zumacht, ist man schon in einem anderen State, also in einem anderen Zustand. Und dann kann man sagen, gut, einmal aus dem jetzigen Gefühl heraus das machen, was ich vorhin gesagt habe, sich zurücktreiben lassen in die Kindheit, dann geht man sozusagen in die tiefere Schicht dieser Innenwelt und versteht, wo dieses Gefühl eigentlich herkommt oder wo der Bezug ist. Das wäre noch die diagnostische Seite. Und auf der therapeutischen Seite würde man jetzt sagen, gut, was brauchst du jetzt, wenn der so mit dir redet und du so gelähmt bist wie damals als Kind? Dann können die Patienten sagen, ich brauche jemanden, der mich unterstützt, der für mich eintritt, der Partei ergreift und jetzt sich dazwischen stellt. Das Interessante ist, dass in einer Schemaaktivierung, wenn wir wieder als Kind fühlen, wir die Lösung nicht haben. Na klar, ja. Man ist ja wieder ausgeliefert in deinem eigenen Netzwerk. Man ist eben wieder so aus, man ist wieder in diesem gelähmten Zustand. Ne? Und dem Patienten zu sagen, los, mach was, das geht am Thema vorbei, weil er kann es nicht oder sie kann es nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Person sagt, ich brauche jemand anderen, der mich hilft. Weil die Ressource zur Lösung ist nicht beim kindhaften Erleben, sondern in der anderen Schublade. Und was wir dann eben machen, ist, dass wir aufstehen und egal ob in der Imagination oder wir haben ja zwei Stühle da stehen, ne? den Stuhl für den Chef oder auch für den Vater. Das ist der gleiche Stuhl. Ne? In der Imagination wird es der Stuhl des Vaters. Ne? Und dann können wir aufstehen und gucken dann, Therapeut und Patientin und Patient stehen dann nebeneinander und gucken auf den Chef und auf die verletzbare, gelähmte Erlebenszustand des Patienten. Man kann das Kind-Modus nennen, aber wir sind da ein bisschen vorsichtig, weil man sehr schnell dann in dieser etwas symbolischen inneren Kindarbeit ist und da so einen kleinen, süßen Kerl sieht und das ist ein bisschen sehr symbolisch. Und dann, man muss das nicht machen. Man kann einfach diesen gefühlten emotionalen Zustand dahinsetzen, diesen gelähmten Zustand. Okay. Man kann dann sagen, so, und jetzt sind wir beiden, Sie als die erwachsene Person, 35 Jahre Lehrer, was immer, ne? Selbst Lehrer inzwischen, und ich als die Therapeutenperson. Und wir beide sind die Person, die diese Person da unten als Kind gebraucht hat und uns gesagt hat, ich brauche jemanden, der jetzt für mich eintritt. So, und jetzt wechseln wir die Perspektive, wie ich es angedeutet habe, und gehen in dieses andere Netzwerk im Gehirn, das nennt man dann eben das Gegenwartsnetzwerk, Executive Control Network heißt das im Fachausdruck, und das ist das Netzwerk, in dem wir jetzt sind, als erwachsene Person, das erwachsene heutige Ich sozusagen. Das soll nun einschreiten, und jetzt versuchen wir, den Patienten dazu zu bringen, zuzulassen, dass er auf den Chef Ärger empfindet, der so hart den eigenen verletzbaren Teilen kritisiert. Das heißt, wir spalten den Patienten auf und machen daraus ein Zwei-Personen-Stück. Und das ist eigentlich die Idee der Gestalttherapie, dass man sagt, Menschen können in verschiedenen Zuständen existieren und die setzt man auf verschiedene Stühle. In dem Fall sitzt der eine auf dem einen Stuhl und der andere steht. Über den Dingen sozusagen, mit Abstand, mit Überblick. Und da holen wir die Ressourcen rein und sagen, so, und wenn da jetzt Ihr Kind säße, dann setzen wir real, stellen uns das Kind vor, dann kommen die Emotionen noch viel stärker. Und das ist der Trick der Schematherapie, dass sie nicht argumentiert, sondern Perspektiven schafft oder verändert, um Emotionen aus den Netzwerken zu mobilisieren. Also es ist kein kognitiver Prozess, kein Sprachprozess, sondern es ist ein Bilderprozess, in dem man Perspektiven schafft, die Emotionen mobilisieren, aus Lähmung Wut macht. Okay, ich habe natürlich dann oftmals auch mit Patienten zu tun, die so Sachen sagen wie, ach nee, also jetzt über meine Kindheit reden, das ist ja also gar nicht mein Ding. Ich wollte jetzt eigentlich mal kurz mein Problem besprechen, was ich heute habe und dann will ich zack, zack, dass das hier gelöst wird und dann gehe ich wieder. Aber so Kindheit und so, das ist ja alles nichts für mich. Machen wir mit denen. Das Problem ist, die Kindheit ist ja nicht vorbei.
die Leute denken, weil das zeitlich vorbei ist, ist es auch weg. Aber ich habe ja versucht anzudeuten, in dem Gehirn tragen wir die Spuren dieser Kindheit ja in die Gegenwart. Weil in diesen eingespeicherten, das nennen wir Default Mode Network, also dieses Ruhenetzwerk, ist ja, lauert sozusagen das Schema im Gehirn als Reaktionsbereitschaft heute. Das heißt, was ich vorhin sagte, wenn der Chef mich kritisiert, kritisiert der nicht mich als erwachsene Person, sondern wenn das Schema anspringt, wenn diese Schublade aufspringt, kritisiert der eigentlich wieder mich in meinem Kindheitszustand. Und damit ist die Kindheit nicht vorbei. Das tragen wir in die Gegenwart rein. Und wenn wir diesen Zusammenhang nicht verstehen, können wir ihn nicht wieder sozusagen raussetzen. Ich komme nicht raus aus dem Sog dieses emotionalen Erlebens, wenn ich nicht weiß, stopp, diese Lähmung, diese Angst, dieses Wegducken wollen, das ist das der Kindmodus, das ist das alte Erleben. Stopp. Ich könnte dann zum Beispiel sagen, Entschuldigung, ich bin gerade nicht, ich kann jetzt gerade so nicht weitermachen, ich brauche eine kurze Pause, gehen auf die Toilette, trinken ein Glas Wasser, im Stehen dann natürlich, versuchen sich innerlich aus dem Sog dieser aktivierten Default Mode Network Inhalte, der Schemata, rauszuziehen und sagen, stopp, du bist 35 Jahre und jetzt gehst du wieder in dieses gegenwärtige Netzwerk, in dieses Executive Control Network. Das wäre der Versuch, dass man wird sich selbst ja gar nicht gerecht, wenn man nicht weiß, wie viel Altes in mir drin steckt und da reinquatscht, salopp gesagt. Und das ist das Verständnis von Schematherapie, dass dieses Erleben ist heute noch, klopft das an und verzerrt meine Wahrnehmung und prägt mein Handeln, wenn ich es nicht durchschaue und zur Seite tun kann, ganz bewusst als aktiver Schritt. Aber das kann man nur im Erwachsenenmodus machen, in diesem aufgestandenen, distanzierten Hier und Jetzt State. Genau, und dann wäre ja die Idee, dass man, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dass man sozusagen sich umprogrammiert. Also dass man nicht mehr Opfer wird dieser überflutenden emotionalen alten Netzwerke, sondern dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das jetzt zu regulieren. Das wäre jetzt dann der therapeutische Ansatz, oder? Ja, wir würden es nicht programmieren nennen. Das klingt doch sehr mechanisch. Sondern wir würden sagen, wir bieten Alternativen an. Weil der Mensch wird immer in der Tendenz zwischen beiden Optionen stehen. Dieser alte Weg, also das alte Netzwerk, die alte Einprägung, wird sich immer wieder anbieten. Die kann nicht gelöscht werden. Also manche Menschen wünschen sich irgendwie rausschneiden, Festplatte löschen, wegmachen. Das ist nicht realistisch, weil es ist Teil unserer selbst. Aber wir können was dazusetzen. Also wir können nicht die alte Schublade wegmachen, aber wir können neue Schubladen daneben bauen. Und dann brauchen wir einen, der entscheidet, welche Schublade wir jetzt aufmachen wollen. Und der die Fähigkeit hat, bestimmte Schubladen zuzumachen, weil er weiß, das ist eine alte Schublade und bewusst, wie bei so einem Büroschrank, wo man nur eine Schublade aufmachen kann und der blockiert dann die andere. Ich weiß nicht, ob Sie als zuhörende Menschen... Büroschrank habe ich auch, ja. Ich so Büroschrank, viele kennen die, viele kennen die. Und wenn wir mit aller Kraft die aktuelle Gegenwartsschublade aufhalten, kann die Vergangenheitsschublade nicht so aufspringen. Ja. Das ist das, was wir erreichen können. Aber das ist natürlich, wie ich es schon andeute, anstrengend. Das ist und nicht Arbeit. Es ist Arbeit, ja. Hört aber diese an, ja. Arbeit müssen wir leisten. Und dazu müssen wir bereit sein. Ja. Also neue Wege aufzubauen, neue Muster anzulegen, eigentlich Lösungsschemata anzulegen, so nennen wir das auch, das ist ein anderes Wort für Schubladen, ist anstrengend, verlangt Übung. Und da sind wir jetzt beim verhaltenstherapeutischen Teil. Das muss immer und immer wieder praktiziert und geübt werden. Das kommt nicht durch Einsichten. Die Menschen verändern sich nicht durch Einsichten, sondern durch anders machen. Nur da legen wir die neuronalen Trampelpfade an, auf denen wir nachher laufen können. Mhm. Dann können wir mal darüber gehen, wer wäre denn jetzt geeignet als Patient? Also wenn ich jetzt schematherapeutisch mich weitergebildet hätte in Ihrem Institut und ich mache das, wer wären denn meine Patienten, die davon am meisten profitieren? Ja, es ist eine spannende Frage, weil man kann natürlich verschieden da dran gehen. Die eine Frage ist andersrum, mit welchem Patienten sollte man das nicht machen? Ne? Okay, und das sind tatsächlich sehr wenige, ne? Weil man sollte es nicht mit akut psychotischen Patienten machen. Man, es braucht auch eine gewisse gedankliche Beweglichkeit und Bereitschaft, mitgehen zu können. Also das, was wir Erwachsenenmodus nennen. Ne? Es muss eine gewisse Kooperation dabei sein. Man darf nicht zu sehr kognitiv beeinträchtigt sein. Aber man kann das zum Beispiel anpassen an Kinder und Jugendliche. Es gibt eine Anwendungsform der Schematherapie für Kinder und Jugendliche. Die ist dann spielerischer mit Puppen und so, da wird es praktischer.
Aber man kann mit sehr, sehr vielen Menschen grundsätzlich Schematherapie machen. Es gibt wenig Kontraindikationen. Die Frage ist eher, kriegt man die motiviert? Also im Gefängnis zum Beispiel, es gibt auch einen Bereich in der Forensik, wo mit Schematherapie gearbeitet wird. Da stößt man da an die Grenze, wo die Menschen nicht mitmachen wollen. Und woran liegt das dann? Ist das dann zu schlimm in die, also da käme ich jetzt auch so ein bisschen Richtung Traumatherapie, dass es dann manchmal zu gefährlich ist, in die alten Netzwerke einzutauchen? Oder ist es irgendwie, dass da eine andere Biologie auch vorherrscht? Es gibt ja auch die Idee, dass man bei so antisozialen Persönlichkeiten teilweise einfach auch bestimmte Dinge nicht mehr da sind, so, ne? Oder nicht. Ja, oder gar nicht passiert sind. Also das ist eine sehr spezielle Frage, aber sie ist natürlich clever. Unser Modell, so wie ich es dargestellt habe, baut ja darauf auf, dass da ursprünglich eigentlich ein verletztes Kind ist. Im Schema erleben, dass wir da eigentlich ein verletztes, hilfloses, ich sage mal in Anführungsstrichen, Opferkind sind. Und dann kann es schon sein, dass ich lerne im Laufe des Lebens, oh, wenn ich hier rumheule, dann behandeln mich die anderen noch schlechter. Und dann hat man vielleicht Rollenmodelle von sehr aggressiv agierenden Menschen und guckt, oh, das geht ja besser. Und dann lernt man quasi über diesen Kern von Verletzbarkeit Bewältigungsstrategien aufzubauen, die eher sogar sehr dominant, sehr kämpferisch, sehr aggressiv, sehr antisozial, narzisstisch sich zeigen. Aber da wäre ja noch ein Kern innen drin, den man erreichen kann. Und in der Schematherapie würde man jetzt sagen, okay, du bist ein super Kämpfer, toll, aber wenn du immer sozusagen versuchst, Top-Dog zu sein, dann kann es sein, dass dich die Leute nicht so mögen, weil mit einem, der dauernd beißt und angreift, ist es nicht so kuschelig. Wenn du immer nur der Gewinner sein willst, wollen die Leute nachher nicht mehr mit dir spielen. Du musst die schon auch mal gewinnen lassen, sage ich jetzt mal in so einem ganz einfachen Bild. Also mehr Beweglichkeit haben. Du musst deine Kraft nicht aufgeben. Aber es macht, das Leben lebt zwischen Geben und Nehmen. Das ist das, was wir im Sozialen machen. Wenn du immer nur nehmen willst, wird es schwierig. Du wirst irgendwann keinen mehr finden, der dir gibt. Also ja. Verschiedene Metaphern habe ich jetzt benutzt. Mhm. Also das setzt aber voraus, dass die Menschen auch bereit sind, zu diesem verletzbaren Kern zu gehen. Wir bieten viel Bindung an. Wir sind im Kontakt sehr freundlich am Anfang. Wir sind sehr entgegenkommend, ne? Unterstützend, auch aktiv eben. Ne? Also wir reichen den Menschen eine Hand, aber natürlich müssen sie trotzdem nehmen. Das nennt man auch Nachbeältung. Also wir sind zu diesem verletzten Teil sehr unterstützend. Also viel Vertrauen und viel Nähe, die da entsteht, so dass man sich dann da auch traut, in diesen alten Teil sozusagen hineinzugehen. Genau. Und wir machen das natürlich schrittweise und nähern uns diesem Erleben schrittweise an, so dass die Patienten immer ausreichend Kontrolle haben. Das ist denen ja wichtig. Und da haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten, das gut auszubalancieren. Wie viel fordern wir wie die Patienten und wie viel bieten wir denen an Halt, an Sicherheit, an Zuwendung an, dass sie sich gesehen, verstanden, mitgenommen fühlen? Das ist ja in jeder Therapie eine wichtige Balance. Es gibt aber natürlich Patienten, die gar nicht diese verletzbare Seite haben, sondern die primär vielleicht mit einer gewissen Gefühlskälte, mit einer Aggressivität, die da rein erzogen werden, auch immer Top-Dog zu sein, immer der Gewinner zu sein, immer das größte Stück Kuchen zu kriegen, also so verwöhnte Kinder. Ne? Dann fehlt denen eigentlich, dann sind die eigentlich schlecht erzogen, sehr salopp gesagt. Und dann ist Schematherapie nicht die Maßnahme, so wie ich sie beschrieben habe, sondern dann müsste man eher dahin arbeiten, dass man denen zum Erleben bringt, was sie mit anderen Menschen machen. Also, dass man die zum Beispiel erstmal aufsteht, von außen guckt, wie dieser Herr Meier von außen aussieht, wie der redet, wie der spricht, wie der sich verhält und wie der so auf andere wirkt von außen. Und dann setzt man den auf den Stuhl der anderen Person und sagt, mach die Augen zu und spür mal deinen Körper rein, wie sich das anfühlt, gegenüber von dem Herrn Meier zu sitzen, der das so dominant ist, so kraftvoll ist, so beleidigend ist vielleicht, so besserwisserisch ist. Wie fühlst du dich jetzt? Was macht es in deiner Brust? Fühlen wir die enger oder weiter? Gibt dir das Kraft oder nimmt dir das Kraft? Verkürzt gesagt. Und was ist dein Impuls jetzt? Und dann können die vielleicht spüren, dass die anderen sich eher abwenden wollen. Aber diese Patienten kommen ja wahrscheinlich auch eher, weil sie plötzlich eben merken, dass sich jemand abwendet. Die kommen ja aber in der eben Regel nicht aus dem eigenen Gefühl. Ne? Genau. Diese dominanten Menschen kommen immer erst, wenn sie irgendwo an den Schmerz stoßen. Und das kann natürlich auch im Gefängnis sein. Oder wenn sie zum dritten Mal den Führerschein verloren haben. Oder wenn die Frau sie wirklich verlässt. Oder wenn sie das Business kaputt gemacht haben. Aber dann kommen sie vielleicht in Kontakt mit einer verletzbaren Seite und dann kann man mit denen arbeiten.
Genau, vielleicht können wir noch mal auf die Traumapatienten eingehen. Das ist ja ein sehr interessantes Thema. Das trifft ja auch viele Persönlichkeitsstörungspatienten, die dann oftmals auch ein Trauma in der Vorgeschichte haben. Also vielleicht das gerne noch mal ein bisschen ausführen. Na, das ist eigentlich eine Zielgruppe, die sehr gut für Schematherapie geeignet ist, weil dieses imaginative Arbeiten auch in Forschungsstudien sehr erfolgreich ist. Also genauso wirksam wie zum Beispiel EMDR, also Eye Movement Desensitization Reprocessing, was so ein bisschen ein Stück der Goldstandard inzwischen in der Traumatherapie ist. Und Schematherapie-Imaginationen sind genauso wirksam. Also von daher ist das gerade für traumatisierte Patienten eine große Chance, unter therapeutischer Führung Anschluss zu finden an das Traumaerleben und kurz damit in Kontakt zu kommen in der Therapiesitzung. Aber da reden wir wirklich von 2 bis 3 Minuten Kontakt mit dem Schmerz. Und dann fragen wir eben sehr schnell, wie ich es vorhin angedeutet habe, was brauchst du jetzt? Und gehen auf die Lösungsseite. Also imaginative Traumatherapie ist nicht Exposition lange im Schmerz sein, sondern im ersten Schritt wird der Therapeut einschreiten und Partei ergreifen für den Patienten. Das nennen wir eben die Nachbeälterung, und die missbrauchende oder schädigende Person, traumatisierende Person quasi konfrontieren und eliminieren, sagen jetzt, wir nehmen sie jetzt weg, sie werden entfernt, sie kommen weg hier, wir schützen jetzt das Kind, wir lassen nicht zu, dass dieses Kind in dem Trauma erleben weiter von ihnen beschädigt wird. Also man stellt sich schützend dazwischen, das ist der nachbeelternde Teil. Und im zweiten Schritt würden wir dann, wie eben beschrieben, aufstehen zusammen und sagen, so, und jetzt kommen Sie von außen als erwachsene Person. Und dann helfen wir dem Patienten, den Ärgerkraft, die Selbstbehauptungskraft, als Grundlage der Selbstfürsorge, sich schützen zu können, kämpfen zu können, was ja im Missbrauch gerade den Menschen weggenommen wird. Die werden ja zum Opfer gemacht, die werden gelähmt, und alle Versuche, sich zu wehren, werden ja gerade kaputt gemacht. Wenn du dich wehrst, machst du es nur noch schlimmer. Oder dann mache ich das oder das. Und dadurch werden die eingeschüchtert und immer mehr abgelähmt. Und wir geben denen diese Selbstbehauptungskraft zurück. Also als Bild, traumatisierte Menschen sind wie zusammengedrückte Dosen, die durch gewaltsame Einwirkungen von außen zusammengedrückt werden. Und wir nehmen die verletzenden Personen raus und versuchen dann von innen her mit Ärgerkraft, mit Selbstbehauptungskraft die Dose wieder auszufalten und ihnen zu sagen, nein, heute musst du dich einsetzen, heute darfst du kämpfen und heute kriegst du Unterstützung, heute wirst du gesehen, heute wirst du gehört, du bist nicht mehr allein. Und das ist die korrigierende Erfahrung. Genau, ein wichtiger Punkt, dass viele ja auch Angst haben, in eine Traumatherapie zu gehen, weil sie denken, da wird jetzt alles wieder stundenlang aufgewärmt und ich muss dann immer wieder darüber reden, wie das schrecklich war. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass das nur kurz ist und dann geht es eigentlich in die Kraft eher und nicht so sehr in diese Opferthematik. Sehr, sehr interessant. Ja. Ganz klar. Und das sage ich ja wirklich bewusst, weil viele Menschen Befürchtungen haben, dass es sehr, sehr aktivierend ist. Aber durch die aktive Therapeutenrolle sind wir da sehr unterstützend, sehr beschützend. Und dadurch ist es ein sehr sicheres Verfahren und die Abbruchquoten sind sehr gering. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Vielleicht auch nochmal zu der Dauer der sowas. Also weil viele natürlich Patienten dann auch sagen, ach du Gott, jetzt habe ich ja so viele Themen und so viele Verletzungen vielleicht. Wie lange dauert denn das dann, bis ich dann mich etwas besser fühle? Wie viele Jahre muss ich das denn quasi in der Therapie mich befinden? Gibt es da irgendwie so einen Richtwert? Das Schemaverständnis, das man sagt, das ist wie bei einem Fuchsbau. Egal wie viele Löcher da oben sind, die Löcher führen alle in dieselbe Höhle. Und die Höhle ist das Schema. Das heißt, wir merken sehr schnell in der Therapie, dass egal welche Szene jetzt heute das aktuelle Problem ist, also das Loch im Fuchsbau, wir immer mit denselben Schemata, zu denselben Schemata kommen. Und die Schemata sind nicht viele, das sind meistens 2, 3, vielleicht 4 zentrale Themen, Beziehungskonfliktthemen, nennt man es in der Psychodynamik. Und das ist das Problem. Und das kriegen Sie innerhalb von wenigen Stunden sozusagen fokussiert oder rausgearbeitet. Und deswegen muss man nicht jedes Problem heute lösen, sondern wenn man diese dahinterstehende Struktur verstanden hat, kann man und generell Lösungsstrategien gefunden hat, wie man mit dieser verletzbaren Seite umgeht, dann kann man das übertragen und generalisieren auf andere Situationen. Also kurze Antwort. Schematherapien sind ja da notwendig, wo es um Beziehungsprobleme geht, nicht um ganz konkrete Symptome. Und in der Therapie ist es so, aber auch wenn Sie mit jemandem mit einer Essstörung zum Beispiel arbeiten, werden Sie schnell merken, das ist nicht nur eine Essstörung, da steckt ein
Es stecken Beziehungserfahrungen dahinter, da stecken Interaktionsmuster dahinter. Also oft ist es hilfreich, die Symptomebene dann zu ergänzen durch diesen Blick auf die Muster, auf die Schemata, auf die Beziehungsinteraktion. Trotzdem, wenn Sie so fokussiert arbeiten, können Sie mit Menschen, die gute Erwachsenenfunktion haben, also eine gewisse Flexibilität haben, die diesen Übergang in die Erwachsenenrolle gut schaffen, in 30 Sitzungen eine Therapie hinkriegen. Und dann machen Sie vielleicht 10, 15 Sitzungen wöchentlich, 10 Sitzungen 14-tägig und dann nochmal 5 oder 8 Sitzungen monatlich. Also wir dosieren die Therapie am Anfang wöchentlich und dann werden die Intervalle aber länger, sodass wir auch mit 30 Sitzungen im Prinzip 2 Jahre abdecken können. Weil man braucht Zeit, um diese neuen Muster einzuprägen. Aber dazu muss man sich nicht wöchentlich treffen. Und wir lassen die Patienten auch die Sitzungen aufnehmen, damit die zwischendurch abhören können. Auch das hilft, das in der Therapie Erlebte Teil des eigenen Lebens zu machen. Also das neu in das Default Mode Network einzuprägen, damit da Ressourcenschubladen angelegt werden. Ah, das heißt also, ich kann das aufnehmen in meiner Stunde sozusagen und dann gehe ich damit nach Hause, höre mir das wieder an und kann das praktisch immer wieder... Genau, die legen das Smartphone hin, dann ist es auch Datenschutzaspekten völlig safe, als eigenes Smartphone. Und dann können die aber das sozusagen boostern, die können das wiederholen und dadurch viel mehr aus einer Stunde rausholen. Und das macht die Therapie effektiver. Und mit schwieriger belasteten Menschen, die wirklich weniger Ressourcen haben, weniger Erwachsenenmodus haben, dann brauchen sie 60 Stunden vielleicht, also das, was auch eine Verhaltenstherapie erlaubt, und machen das über 3 Jahre oder 4. Und haben hinten lange Phasen, wo sie die Menschen noch begleiten, aber am Arbeiten halten. Die sind noch in Therapie, aber in der Zwischenzeit zwischen den dann monatlichen Sitzungen sind die angehalten, weiter Verhalten zu üben. Gut, aber als Trost für die Patienten ist ja sicherlich nicht so, dass der Patient oder die Patientin nicht schon merkt in dem Verlauf, dass sich was verbessert, nehme ich an. Das geht sehr schnell. Nur für die Patienten, die uns jetzt zuhören, nicht, dass die hören 3 Jahre, oh Gott, ne, sondern das ist ja schon in dem Prozess eine schrittweise Verbesserung. Am Anfang sehr steile. Also wir wissen aus der Therapieforschung, dass die Besserung in den ersten 10 Stunden machen die Patienten die größten Schritte. Ne? Ah, okay. Nach 10 Stunden haben sie etwa die Hälfte, 10, 12 Stunden haben sie die Hälfte des Therapieeffekts. Und nach 25 Sitzungen haben sie etwa 80% des Therapieeffekts. Es wird dann schon noch etwas besser. Aber der Anstieg ist wie beim Flugzeug, ich sage immer, es ist wie die Reiseflughöhe. Am Anfang geht es steil hoch und irgendwann dann hat man so eine gewisse Reiseflughöhe und da darf man dann auch nicht endlos weiter Therapie machen. Da muss man merken, so, das ist, glaube ich, das, was wir jetzt erreichen können. Und das ist eben zwischen 20 und 40 Stunden erreicht man diese Reiseflughöhe. 20 bei fitteren Patienten, 40 bei stärker beeinträchtigten Patienten. Und dann geht es darum, das Erreichte zu halten und zu sagen, gut ist gut genug. Wir müssen jetzt nicht hier immer weitermachen. Wir verbringen die restlichen Stunden jetzt damit, das Erreichte zu stabilisieren und dann eben in den längeren Intervallen. Und da ist man längst wieder in seinem Leben drin und die Therapie ist sowas, was das Leben begleitet. Aber man ist längst komplett in seinem Alltagsleben wieder drin. Okay, noch eine Frage vielleicht zu dem, was viele Patienten ja auch wissen wollen, ist, es wird alles von der Kasse bezahlt sozusagen, weil man ja bei einem Psychotherapeuten ist, der wahrscheinlich entweder eine Ausbildung hat. Also das ist kein Problem, wenn da steht, Schematherapie wird angewendet oder ist das irgendwie... Schematherapie ist aber Teil der Verhaltenstherapie, also das ist eingebettet, deswegen habe ich das auch so betont, das ist eingebettet in den verhaltenstherapeutischen Gesamtbehandlungsplan. Und wir haben die konventionellen VT-Techniken für die Symptome und die schematherapeutische Erweiterung für die Interaktionsmuster. Und dann ist es ein VT-Antrag, aber der muss schon ganz klar auch VT sein. Man sollte da nicht vom inneren Kind schwadronieren, weil dann kriegen viele Verhaltenstherapeuten Pickel, sage ich mal etwas salopp, ne, weil es das eben nicht in einem naturwissenschaftlichen Verständnis gibt. Das ist Symbolismus. Ja, okay. Und das, wenn man das aber übersetzt, und das ist unser Anliegen in unserer Arbeit, in eine verhaltenstherapeutische Sprache, in Emotionen, Bewertungsmuster, Gedanken und Verhalten, dann kann man alles, was im Schematherapiemodell abgebildet ist, auch absolut in einer VT-Sprache abbilden. Und dann ist es eben auch kompatibel mit einer von der Krankenkasse bezahlten Leistung. Aha. Wenn der Therapeut eine Kassenzulassung hat, der Therapeut. Na klar. Das ist die Voraussetzung. Okay. Ja, dann können wir vielleicht jetzt gleich mal für die, die sich jetzt da weiterbilden wollen, einmal für Patienten natürlich, die interessiert sind, aber vielleicht auch für unsere Psychotherapeuten, die dann die richtige Sprache auch finden können, mal einen Buchtipp von Ihnen bekommen. Das wäre toll. Buchtipp. Gehen Sie auf die Webseite
schematherapie-frankfurt.de. Gehen Sie unter Materialien, gehen Sie unter Bücher und da finden Sie Bücher für Fachleute, Einführungsbücher, spezielle Bücher, dicke Bücher, dünne Bücher. Sie finden verschiedene Bücher für Patientinnen und Patienten, mehr Richtung Paare, mehr Richtung Einzel, mehr Richtung einfach mal so reinlesen oder wirklich was für die Therapie zum Mitarbeiten. Wir haben so viele Sachen inzwischen veröffentlicht, dass Sie da ganz viel finden und gucken sich einfach um. Da sind dann so ein bisschen auch Erklärungen dabei, weil es gibt so viele Angebote. Also da will ich jetzt gar nichts rauspicken, sondern gehen Sie auf die Webseite und gucken da mal rein und dann werden Sie was Passendes finden. Okay, das kommt auch in die Shownotes, dann muss jetzt keiner auswendig lernen, das steht dann auch da nochmal drin. Genau, dann vielleicht nochmal eine Studie. Haben Sie vielleicht eine Studie, eine aktuelle oder ein Review, was irgendwie nochmal so untermauert, was die Schematherapie zusammengefasst vielleicht schon alles kann? Tipp aus unserem Wissenschaftskontor. Also in den Büchern, in den wissenschaftlichen Büchern sind auch Studien zitiert. Also auch in den dünnen gehen wir immer auf die Studienlage ein. Ja, vielen Dank. Und dann haben wir am Schluss ja immer vielen Dank erstmal, dass wir so viel sprechen durften mit Ihnen. Aber ich habe am Ende immer eine persönliche Frage. Jetzt möchte ich noch wissen, wer der Herr Rödiger sozusagen ist, damit sich unsere ZuhörerInnen vorstellen können, mit wem wir heute gesprochen haben. Persönliche Frage. Ich drehe das jetzt mal um und sage, ich habe als junger Mensch eine Therapie gemacht, ich habe mich viel mit Therapien beschäftigt, aber ich kann mit bestem Gewissen sagen, das, was mir am meisten geholfen hat, mich zu verstehen und auch den Übergang zu schaffen, gut für mich zu sorgen und das auch noch in einer Weise zu tun, dass mich andere Menschen gut leiden können, das habe ich erst gelernt, als ich mich mit Schematherapie beschäftigt habe. Weil das Modell eben sehr ausgewogen ist. Insbesondere, wenn man es so macht, wie wir das machen. Weil es geht eben nicht darum, das innere Kind zu tütteln und sagen, nein, ich kann jetzt nichts machen, ich muss mich um mich selber kümmern. Das ist viel zu selbstbezogen. Und dann verliert man den Kontakt mit den anderen. Aber eine gute Schematherapie verbindet eben einen auch mit anderen Menschen und macht einen zu einem aktiven Mitarbeiter in der Gesellschaft. Und sagt, ja, ich bringe auch meinen Beitrag zu der Gesellschaft. Ich pool nicht immer nur im eigenen Bauchnabel, sondern ich weiß auch, wenn ich mich gut fühle im Leben, muss ich mich auf andere Menschen einlassen, dann muss ich mich verbinden, dann muss ich rausgehen in die Welt. Und das ist eine gute Balance zwischen Selbstbezug und Weltbezug, also die anderen Menschen, zwischen ich und wir. Okay. Da ist die Schematherapie. Also Sie sind sozusagen durch und durch Schematherapeut, auch in der Freizeit, immer mit sich selber. Ja, gut, das ist ja super. Umso besser, dann arbeitet man immer an sich weiter. Nein, das ist keine therapeutische Technik. Das ist eine Haltung sich selbst und anderen Menschen gegenüber. Das ist eine Haltung gegenüber anderen Menschen. Ja. Mhm. Und das ist gut. Ja, vielen, vielen Dank. Das war sehr erhellend. Vielen Dank. Ich hoffe, dass uns andere so zustimmen und vielleicht auch an sich selber so lange arbeiten, wie sie das jetzt auch immer machen und dann eine Lebensphilosophie daraus machen. Vielen, vielen Dank, Herr Rüdiger. Ganz toll. Dankeschön. Gerne. Alles Gute allen. Ja. In unseren Kliniken für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie sind wir in Hamburg, Frankfurt am Main und an der Ostsee für Sie da. Und Sie finden uns unter www.blomenburg.com.